So, hallo, heute wollte ich eigentlich gar kein Solitip-Video drehen. Darum habe ich auch das falsche T-Shirt eigentlich an, also nicht mein Solitip-T-Shirt, aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Das Erste, was eigentlich auffällt bei einer Rute mit einer Vollspitze, also mit einer Solitip, ist die filigrane Spitze selbst, wo auch immer wieder die Frage kommt, hält denn das? Natürlich, es hält, aber beim Transport, ganz ehrlich gesagt, ist es schon etwas gefährdet und darum gibt es jetzt auch was Besonderes bei Solitip. Das stelle ich jetzt mal gleich vor. So, die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Dieses Plexiglasrohr, das an der Rute, also an der Solitip, befestigt wird, und zwar mit Hilfe eines Kork, kein Plastik, reicht, dass das da Plastik ist, wird über das Stück unterhalb der Solitip angebracht und dann wird an und für sich nur noch die Hülse über die Solitip drüber und der Kork in das Rohr reingesteckt. Das ist fest, kann also nicht runterfallen, hilft gegen Schläge und auch wenn man mal stumpf irgendwo dagegen stößt, also alles kein Problem mehr. Relativ leicht, ist natürlich schwerer wie die Rute, ist klar, aber dann hat man wenigstens seine Spitze geschützt und man kann es auch ganz einfach wieder entfernen. Man hält hier den Kork fest, nimmt das Teil ab, da ist ein Schlitz drinnen, verstaut das Ganze und geht fischen. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mich einfach an. Die Teile werden hier produziert, werden also nicht irgendwie in Asien oder sonst irgendwo produziert, sondern jede einzelne von Hand zu Fuß. Alles, was ich dazu brauche, aber das besprechen wir dann, wer Interesse hat, ist der Außendurchmesser unterhalb der Solitip und die Länge bis zum ersten Ring nach der Spleißung der Solitip. Das ist alles und in diesem Sinne, fragt mich einfach an und schönen Urlaub für alle, die jetzt von Bayern oder von Baden-Württemberg sind. Ich fahre morgen in Urlaub. Tschüss. Ach ja, und natürlich brauche ich wieder einen Namen dafür. Also Soli Protect würde mir mal spontan einfallen. Aber wenn ihr bessere Vorschläge habt, schreibt's rein und gewinnt ein Soli Protect oder so ein Röhrchen, wie es auch immer dann heißen mag. Okay, Dankeschön. Tschüss.